Und welcome back mit einem Chaos. Mit einer Creeper-Explosion. Errata ist gerade noch wild am rumrennen. Gerade Tag geworden, wie man an den ganzen Stuff sieht, der hier rumliegt. Aber Essen haben wir nicht so das Problem. Also hier sind 27 Rice Krispies. Ich habe eher das Wasserproblem. Wieso habe ich die ganze 10 Eisen mit mir rum? Ich habe eher das Wasserproblem. Aus dem Ofen genommen. Aus dem Ofen genommen? Ich produziere gerade Holzkohle für den Generator. Ja, ich habe langsam Heatstroke. Ist nicht gut. Ich probiere mal auf anderem Wege noch ein bisschen Wasser zu kriegen. Mir wird langsam warm. Keine Energie kostet. Genau, das Eisen wollte ich von Hopper. Das kann man zwar eigentlich nicht machen. Aber ich sauf mich mal mit, Oh cool, das war voll schlecht. Mehr Durst als vorher? Wenn man es richtig timet, geht es. Habe ich 30 Sekunden Dehydration 1. Oder auch nicht. Ich glaube, ich werde sterben. Ich habe voll Mist gebaut. Shit. Okay, mal wieder voll machen. Jetzt kommt's Timing. Eine Wasserflasche wird gerade produziert. Gerade Heatstroke. Okay, vergiss es, ich bin tot. So, wo baue ich jetzt den Kabelgenerator? Loote mich! Du hast ein Grab. Merke, Salzwasser, ganz böse Idee. Frag mich, ob ich das einfach wegnehmen kann. Okay, zumindest ist mein Wasser jetzt wieder voll. Aber dafür ist mein Klon nicht mehr da. Das heißt, ich werde den hier mal umstellen müssen. So, ich würde dann eine Barrel brauchen. Unser Kabelgenerator läuft. Ah, cool. Oh. Da. Geht schnell. Oh, hast du eine Spitze? Ich habe eine Spitze. Wie sieht dein Wasser nach dem Sterben aus? Voll. Das ist gut. Wieso? Ich glaube, man muss reloggen, weil eine Anzeige teilweise verpackt, wenn es noch so ist. Nach dem Sterben. Okay, mal zu machen. Wir haben schon 2,5 Stacks Cobblestone generiert. Ich habe schon wieder ein Materials and You. Pressure Blade. Wieso kriege ich jedes Mal ein Materials and You? Ich wollte eine Treasure Plate und ein Cleanstone. Dann haben wir schon mal einen. Alter, wir brauchen ganz dringend Wasser. Ich bin schon wieder am Verdursten. Brauchen wir mal Leaves. Hatten wir nicht hier irgendwo Eisen drin? Habe ich gerade ausgenommen.
bin zugleich. Mach mir mal eine Shear. Ich brauche zumindest ein Wasser. Schnell. Bist du da? Liegt unter dir. Oh cool, genau dafür hat er keinen Strom mehr. Ich werd bekloppt. So, Lead und Copper brauche ich jetzt. Oh man, das mit dem Wasser wird gerade ein echtes Problem bei mir. Mir auch. Wir müssen ganz dringend an der Wasserversorgung arbeiten. Ich bin dabei. Das Ding, was wir hier haben, reicht nicht. Jetzt habe ich noch ein Wasser, das heißt... Aber was wir machen können... Ein paar Minuten schaffe ich wieder. Wir haben noch drei Eisen. Ich werte das Ganze jetzt mal ein bisschen auf. Ich glaube nicht, dass ein größerer Generator unsere Antwort ist. Drei Generator. Können wir das nicht mit so einer Barrel machen? Die frisst zumindest keinen Strom. Ich habe schon eine hier laufen, aber guck's dir an, die ist leicht langsam. Ich will's dann... Ich baue gerade Fluid Acts und will einen Tank bauen, damit ich's über das Pyrosphere da drüben machen kann, weil das beschleunigt es ein wenig. Höchste, was sein kann. 0,5er oder sowas. Pro Tick. Bäume. Mehr Bäume. Mann. Oh, meine Axt hat ein Upgrade gekriegt. Ich hab's gehört. Ganz viele Leaves. So, ich habe jetzt drei Survivalist-Teile dran. Und die Nacht bricht langsam wieder ein. Einen Baum sollte ich noch schaffen. Okay, damit ist die Shear auch in die ewigen Sheer Gründe gegangen. Wir müssen ganz dringend das. Ein Eisen hätte ich noch. Jetzt mal unsere Energieversorgung von Fluid Transposer ein bisschen erhöht. Auf dass wir da unsere Oak Leaves etwas schneller verbraten können. Okay. Ich brauche aber noch einen Generator für meine Zelle. Ja, ich kann noch einen dritten bauen. Damit mein Klon irgendwann mal wieder entsteht und ich nochmal sterben kann. Ich muss unglaublich dringend Wasser.
kostet natürlich einen Hopper. Fünf Eisen oder Aluminium? Meinte ich Aluminium. Liegt ein Kabelhaum. Verdammt, ein Aluminium zu wenig. Okay, da kann man nicht haben. Ich habe mittlerweile Heatstroke 2, Nausea, Hunger Buff, Weakness Buff, Mining Fatigue Buff. Dann schnappt ihr das Wasser da raus. Ein bisschen habe ich mir gerade schon rausgeschöpft. Verdammt, ein Creeper hat es vor unsere Tür geschafft. Nicht nur ein Creep. Oh, du hast die Brücke da rechts offen gelassen. Na, die verbrennt schon. Hoffe ich. Dreck. Ein Eisen ist noch im Ofen und eins liegt schon der Workbench. Ich schmelze mal ein bisschen Aluminium ein. Weil ich denke, dass ein Hopper nicht schlecht wäre. Draußen ist einer. Ein Hopper? Ja, über unserem Wasser. Gedöns. Drecks Creeper durch Wandexplosion Krempel. Dann hätte ich die Quests. Die Kochutensilien, die könnten wir mal bauen. Ich mache uns die Wasserversorgung gerade ein bisschen einfacher hier dran. Ja, das wäre nicht schlecht. Oh verdammt, hast du Cobblestone von draußen irgendwas mitgenommen? 30 habe ich noch. Und 13 Cleanstone. Gib mir mal den Cleanstone. Ja, ich könnte jetzt auch mal wieder Wasser gebrauchen. Ja, es wird produziert und es fließt automatisch raus. Wohin? In die Barrel. Ich wollte einen Tank hinbauen, aber wir haben kein Glas. Kümmere ich mich jetzt. Und wie kriege ich es aus der Barrel raus? So, so, okay. Wenn es voll ist, kannst du es leider erst. So, Anfang. Ich brauche immer noch einen Generator für meinen Klon. Ja, genau. Das Eisen. So, was wollte ich? Ah ja. Ah! Das ist gerade schlecht, lass mich kurz den Generator bauen. Ich brauche mal einfach eine eigene Workbench. Bin fertig. Das irritiert, dass wir nur eine haben. Da. Das, so, so, so. Damit hätten wir den Juicer. So, und der Generator haut jetzt direkt in die Energy Cell und die pumpt, Au. Oh. Fuck. Ich gucke hier gerade hin und habe nur einen halben Hunger. Hier, nimm das. Das regeneriert sogar Trinken. Kann das Äpfel so eine Kombination Essen-Trinken-Kram machen. Durch den Juicer. Mixing-Bau. Was braucht die denn? Einfach nur ein bisschen Holz. Mixing habe ich damit auch. Was brauchen wir noch? Mortor. Okay, das ist auch nicht kompliziert. Das Aluminium aufgeschmolzen. Ja, ich wollte mir eigentlich einen Hopper machen, aber wirklich brauchen tun wir ihn gerade nicht mehr. Cutting Board. Cutting Board. Da brauche ich ein Eisen. Haben wir irgendwo noch ein Eisen? Da ist ein Eisen.
Oh, verdammt. So. Stick. Was ist denn das? Chisel. Das war kein Stein, war ein Holz. Cutting Board. Wir haben eine Quest erledigt. Kannst du den Reward claimen? Wir müssen 3 Stock machen, dann kriegen wir 4 Spider-Eyes. Und wir haben die ganzen Kochutensilien. Ich pack die mal in die obere Kiste. Okay. Uns fehlen nur irgendwie Kochrezepte. Und ich mach mal die andere Quest, die da noch offen ist. Welche andere? Von den Tools and Trade? Genau. Basic Survival haben wir erst 28%? Sieht noch mehr aus. Das war's, Crossbar. Was braucht eigentlich so ein Stoke? Stoke? Das ist... Knochen? Potato? Irgendwas? Ich hab fast das Gefühl, das kann man aus allen machen. Pumpkin, Tomato. Das war ein Mortar und ein Mixing Bow. Na klar. Eine Holzrüstung sollen wir danach bauen. Eine Holzrüstung? Okay, er baut sich auf. Sehr gut. Knochen. Haben wir irgendwo Knochen? Wir haben da Knochen. Das heißt, ich kann die Quest fertig machen. Oben in der Kiste liegen 3. Ich kann sogar mehr als nur die Quest fertig machen. No! Jetzt brauche ich einen Spider-Eye-Soup. Möglichst mit einem I geschrieben. Spider-Eye-Soup. Dazu brauche ich Spider-Eyes. Haben wir irgendwo Spider-Eyes? Wir haben noch so viel Spinnen erschlagen, da muss doch bestimmt ein Auge getroppt sein. Ich habe eben keins gesehen. Nee, ist ja auch kein Spider-Eye. Kann nicht sein. Wir haben den Fire-Charge, aber kein Spider-Eye. Hast du den Wrench? Nein. Aber jetzt... Was soll ich wrenchen? Mal die Verbindung kappen. Von der Fluid Duct zur Barrel. Hab ich. Das ist gerade großes Massensterben. Ich kann nicht sagen, dass ich unglücklich drüber bin. Oh, alle mit diesem Pumpkin auf dem Kopf brennen nachts nicht. Tagsüber. Ich lasse immer noch fröhlich vor sich hin fackeln. Was soll ich jetzt mit dem Rohr? Ich gebe dir das Rohr mal. Ja. Ich schmeiß mal einen Stick. Ich darum, dass das kurz gerancht wird, damit nicht noch mehr Wasser da reinfließt. Ich glaube, wegmachen hättest du es nicht sollen. Das Wasser, was drin war, ist halt jetzt flöten. Ach so, doof. Ich wollte das Ding nur austauschen, die Barrel gegen was anderes. Was ist denn das? Müsste. Nein, das funktioniert nicht. Kann man die nur von oben befüllen? Aber das funktioniert. Ah. Dann passt jetzt ein bisschen mehr rein. Wir müssen jetzt nur noch eine Chest drüber stellen mit einer Gedöns. Verstehst? Pass auf. It's dangerous. Spider, hinter dir. Noch eine.
Geh mal nach da rechts und guck mal ins Loch. Hinter dir, Spider! Weg ist sie. Bleib schon wieder. Spider. Geh mal rechts regnet. Von dir und guck mal da in das Loch. Du Heiliger. Wir brauchen irgendwas, was das da vernichtet. Pass auf, dass du nicht stirbst. Irgendwas. So viel dazu. Hat dich gerade noch. Ich hab's nicht gesehen. Zombie war noch recht weit weg. Das war ein Bogenschütze. Aber den habe ich nicht gesehen. Ich brauch trinken. Dann relogge ich mal. Ich glaube, niemand außer uns stirbt so oft auf dieser Map. Ja, wir kriegen es gerade richtig gut hin. Der Generator, den ich an meinen Shell Constructor setzen wollte, ist jetzt natürlich auch weg. Dann müssen wir jetzt mal kurz wieder mit einem Generator an Bluttransposer klarkommen. Oh Mann, kannst du den mal weghauen? Einen davon. Da. Okay. Bisher noch. Okay. Ich kann gerade nichts mehr sehen, mich hat ein Zombie gebissen. Ich muss diese Brücke kaputt machen. Schaffen es hier rüber. Kannst übrigens auch sehr viel Damage abfangen, wenn du mit dieser Bratpfanne rechte Maustaste gedrückt hältst. Hast du diese Schildfunktion? Blocken. Ja. Das ist unser Cobblestone da hinten irgendwo. Was zum? Da ist unten. Das nicht ist gut. So ein Block, wo die hochspringen. Aber eigentlich ist das gerade recht gut. Dann kommt die Mobs da mal weg. Ah. You shall not pass. 3 Millionen kleine Mini-Creeper. Wie viel der scheiß Zombie da aus sind. Und wieder sorry, YouTube. Geh nicht zu nah ran. Alter, wie viel Leben hat der? Wenn ich den angucke, ist mein Bildschirm voller Herzen. Ich glaube 70 waren es. Crap, Alter. So. Wo kommt diese Treppe her? Seit wann ist die da? Das war die, waren die Überreste von der Aufräumarbeit. Ich nehme mal 3 Stacks Kobbel mit. Clay. Sieh mal eine an. Ich pack mal hier drin 3 Stacks Kobbel rein. Wow. Nicht so oft wie wir. Ich glaub, das stimmt wirklich keiner. Wo hast du unsere Wasserproduktion gepackt? Ist das morgen oder abend? Ach, ja. Ja, das ist Regen. Hier ist gerade Wasser. Den Hopper wollte ich nach drin verlagern. Ich hab grad Leaves reingeschmissen. Ich muss Leaves nachproduzieren. Haben wir noch Eisen? Das sieht schlecht aus.
glaube, wir müssen auch mal wieder Dust verarbeiten. Um an den Hinhalt dran. Ich tropfe. Wieso tropfe ich? Weil ich kein Wasser habe. Es schwitzt. Hohe Temperatur. Oh, Creeper. Nicht bei unserer Koppelfarm. Splitting Creeper. Du weißt aber schon, dass die auch hier rüber kommen können. Ja. Aber ich wollte gerade nur irgendwas haben, womit ich's... Ja. Womit ich rüberkomme, ohne das Loch aufzufüllen. Wie sehen eigentlich unsere Reisfelder aus? Kann man da ernten? Nein. Reisfelder. Tatsache. Felder. Zwei Felder. Ach nee. Holzrüstung. Okay. Könnte ich mal Holz fällen. Für die Holzrüstung. Ja. Brauchst du es da oben gerade spinsig? Ich versuche es. Irgendwas schließt mich da oben an. Ja. Nicht stürmen. Renn einfach rein. Pizza. Es ist tot. So, ich mache mich mal ran, die Holzrüstung zu bauen. Die braucht ganz schön viel Holz. Da muss ich nochmal Bäume pflanzen. Das Problem ist, ich habe gerade keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Weil man es nicht sehen kann. So, mal sehen, wenn ich mir das restliche Holz von hier kralle. Hier ist noch ein Holz. Die Sonne verschwindet gerade unter dem Horizont. Dann würde ich sagen, wird es langsam dunkel. Spinnensicher. Dann mache ich jetzt auf dem Weg nach drin. Versuche es zu überleben. Unsere Klone sind nämlich immer noch in der Produktion. Und wir können den Quest abgeben. Ich habe die Holzrüstung fertig. Die kann ich auch mal teilweise anziehen. Na, die erzeugt eine Hitze. Die erzeugt Hitze? Rüstung. Ja. Wo steht das? Hier wird halt warm. Obsidian Arrowhead Bones. Was nehme ich denn mal? Careful armor can affect your temperature. Mid armor tends to be hot during the day and cold at night. Leather and wood armor just add a little heat, oh, no matter slap time. Furnace. Firing it up, it gibt den Autonomous Activator. Oh, schön. Schön, schön, schön. Okay, dann ziehe ich die Rüstung halt wieder aus. Pack die Rüstung und in die obere Kiste. Eigentlich haben wir gerade am meisten Probleme mit Wasser, aber Eisen könnten wir auch brauchen damit. Cantaloupe.
Soll ich den Hard-Container? Hard-Container, ne? Ich habe den Hard-Container genommen. Oh, ich kann dir noch was. Slab Fragments. Iron Ore Dust, Cantaloupe. Ich würde sagen, einer Iron Ore und einer Cantaloupe. Was ist ein Cantaloupe? Weiß ich nicht, aber irgendwas zum Anbauen, also irgendwas zum Essen. Dann nehme ich den Cantaloupe. Okay, dann nehme ich das Eis und werf's direkt in... Wir kriegen eine Atomic Activator davon. Ja. Nice. Den können wir gleich verwenden. Ich habe auch eine Idee, wofür. Wir brauchen und nur irgendwie... Ich habe auch was richtig Gutes. Wir bräuchten einen Vakuumhopper oder so. Oder wir machen... Das hier gleich an. Oder wir machen die Technik, die ich bei Agrarian Skies hatte. Aber dazu brauchen wir irgendwie mehr Platz. Wir sollten vielleicht mit unserem Cobblestone, den wir haben, vielleicht mal draußen so eine Art fette Wall bauen. Ich habe den Anfang davon gemacht. Unsere erste Wand. Und hab die außen spinnensicher gemacht. Hoffentlich zumindest. So, ein Herzkanister. Schon mal ein Herz mehr. Climatic Servos. Full Geared Pattern. Oh, ein Full Geared Pattern. Nice. Weißt du, wofür das ist? Nice. Ich glaube, ich bleib lieber bei der Bratpfanne. Stimmt. Haben wir noch irgendwo einen Dirt? Gefällt mir dann doch ganz gut. Können wir noch irgendwo einen Dirt machen? Ich würde ganz gern das Zeug anbauen. Oder ich baue es hier an. Dirt machen können wir. Dann baue ich hier noch so eine Barrel auf. Falls du noch... So. Ich will jetzt wissen, was das ist. Acht Dirt in Produktion und wir haben gerade noch 6 Flaschen Wasser. Das ist nur irgendeine komische Frucht. Nichts Besonderes. Ich habe auch ein Spider-Eye. Ich glaube, die Quest war das, die du fertig gemacht hast, oder? Ich würde sagen, wir machen hier die Folge zu Ende und bauen nächste Episode was mit den Otamic Activatoren. Und verarbeiten mal vollautomatisch den Dust. Und kommen so an ganz viel Stuff. Das klingt nach einem Plan. Zombie-Köpfe. Ja, man weiß, was draußen irgendwann wartet. Okay, dann. Sagt Tschüss. Ade. Ade, sagt er. Ade, sagt er.